Hey Leute, hallo, grüß euch, servus und herzlich willkommen in Joe's Webzone. Heute geht es bei mir wieder um einen Liquid-Test. Ich teste die Fancy Juice Liquids. So Leute, gut, grüß euch. Die Firma Fenty Juices ist sehr neu, die gibt es erst zwei, knappe 3 Monate, haben 4 Liquids herausgebracht. Die 4 Liquids haben sie mir geschickt zum Testen, die teste ich für euch jetzt einmal. Und das Ganze, die ganzen 4 Sorten, was sie mir geschickt haben, habe ich auch ein zweites Mal bekommen. Und die gehen dann noch einmal als Giveaway an euch, an einen von euch hinaus. Wie ihr die gewinnen könnt, was ihr dazu machen müsst, das sage ich euch am Ende vom Video. Jetzt fangen wir mal mit dem ersten Liquid von ihnen an. Das ist das, nämlich gleich das erste, was ich bei der Hand habe, das Apple Bomb. Ich zeige es euch einmal kurz. Das soll sein. Sie geben an, dass das Apple Bomb schmackhafte Komposition aus verschiedenen Äpfeln mit einer hauchdünnen Karamellkruste. Gut, ich dampf das Ganze drin im. Ich lade es mal noch einmal kurz raus, dass ich nichts Falsches gesagt habe. Von App mit einer hauchdünnen Karamellkruste überzogen. Ist natürlich, so wie man schon hört, ein etwas süßeres Liquid. Ich dampf das Ganze jetzt im Drop drinnen, auf der Eleve Pico Squeeze 2. Also, man schmeckt definitiv, dass es sich um Apfel handelt. Das ist wirklich definitiv. Und man schmeckt auch eine Süße. Was Süßes, ob es jetzt eine Karamell ist, ich tue mir gerade schwer. Das ist das einzige Liquid von Ihnen, was ich noch nicht so viel gedampft habe. Ich tue mir gerade schwer, ob ich das Karamell wirklich herausschmecke. Ja, doch, ganz, ganz leicht schmeckt man das Karamell. Man schmeckt aber, dass es eine wirkliche Süße hat, dass die Äpfel zu der Apfelsüße, zu dem Apfelgeschmack kommt noch eine zweite Süße dazu, sodass wie das mit der dürfte, also muss die Karamellkruste sein, anders kann es gar nicht sein. Ist für mich ein leckeres Liquid, aber für mich, ich rede immer von meiner Empfindung her und für mich kein Liquid für den Sommer, weil ich mag im Sommer einfach keine so süßen Liquids. Aber definitiv ein Liquid für mich, was ich im Winter dampfen werde, weil es kommt sehr angenehm herüber, der Geschmack. Gut, so, das nächste ist, das ist das Cold, das Liquid Cold Hand von Ihnen. Das ist dieses. Da geben Sie an. Wie der Name auch schon sagt, Cold Hand, kann das was Frisches sein, mit einer gewissen Frische drinnen. Gekühlter, fruchtiger Granatapfel auf einem bunten Früchtebeet. Nicht nur an heißen Tagen ein Muss. Und da kann ich definitiv sagen, das ist das Liquid, was ich bis jetzt am meisten von Ihnen gedampft habe. Echt sehr lecker. Man schmeckt definitiv den Granatapfel heraus. Man schmeckt jetzt Früchtebeet. Wie Sie sagen, ich kann keine Frucht definitiv. Ich kenne aber den Geschmack von Früchtetee. Ja, und diesen Geschmack, wie so fruchtig, habe ich im Abgang. Das Einzige, was ich mir bei dem Liquid noch gewünscht hätte, ist, dass mehr Cola drin wäre. Ja, dadurch, dass ich, aber das ist jetzt auch wieder Geschmackssache. Wenn jemand nicht so sehr Cola unbedingt mag, nicht so Cola gewohnt ist, ist das für ihn sicher auch okay oder sehr gut sogar. Ich bin ein Colada-Freak im Sommer, sage ich ja. Und ich habe Liquid, wo wirklich sehr viel Colada drin ist. Darum schmecke ich die Frische, da kommt mir die Frische bei dem nicht so sehr zur Geltung. Aber das ist ja kein Problem. Es gibt ja auch Colada extra zum Nachkaufen, dann 3, 4 Tropfen rein und man hat es auch frischer. Aber es ist wirklich für den Sommer für mich definitiv ein Liquid. Es ist nicht zu sehr süß, es ist angenehm. Ich habe Granatapfel auch noch sehr gern. Und darum ist das für mich eine ganz gute Komposition für den Sommer. Ja, für mich ein richtig geiles Sommerliquid. Es hat schon eine gewisse Süße, aber die Süße bei dem Liquid ist einfach nicht so sehr störend, weil es irgendwie süß ist, aber nicht so sehr süß. Wie soll ich sagen? Ich kann das gar nicht richtig erklären. Also wirklich sehr, sehr lecker. Da einfach ein bisschen mehr Leute wie ich sind, was mehr Colada wollen. Boah, jetzt nebelt's.
Für einfach viele Leute, was wie ich sind, was einfach gern Colada haben und mehr Colada haben, wollen einfach ein paar Tropfen Colada extra kaufen, ein paar Tropfen reingeben und dann habt ihr auch die Frische bei dem Liquid so, wie ihr es gern habt. Gut, Leute, so bin ich eh scharf. Es ist beim Dampf immer ein bisschen hakelig. Das nächste Liquid ist das Honey Bunny. So, ich zeige es euch einmal kurz. Das ist das Honey Bunny. Ja, der Name sagt es eh schon zum Teil aus, also mal Honey, ja, also Honig. Süße Honigmelone gepaart mit saftiger Birne. Man munkelt, dass die Honigmelone für dieses Liquid im Garten Eden geerntet wurde. Das habe ich schon im RDA drin gedampft. Jetzt habe ich es einmal probieren wollen in meinem Mesh-Fertigkeuler, ja. Drum, da ist das da drinnen. Ist für mich auch ein Sommerliquid oder ein Liquid für Sommerabende, weil es jetzt keine Frische dabei hat, aber man schmeckt definitiv die Birne heraus, man schmeckt die Honigmelone heraus und dass die Süße auch wirklich so von den Früchten kommt, von der Honigmelone, von der Birne, das beides passt wirklich sehr gut zusammen. Der erste Geschmack ist für mich die Honigmelone und dann kommt die Birne schön langsam nach, ja, und wirklich sehr, sehr angenehm. Und auch ein Liquid für mich für den Sommer, weil es nicht zu sehr süß ist, nicht aufdringlich süß, und wenn jemand da frische will, einfach ein paar Tropfen Colada rein und wir haben da auch ein frisches Sommerliquid, sag ich mal. So, und jetzt kommen wir zum letzten Liquid von Ihnen. Das ist das Fancy Unicorn. Zeig's euch einmal. Da geben Sie an. So, muss ich kurz schauen, muss man aufrufen. Milch mit sonnengereiften, saftig roten Erdbeeren, abgerundet mit Sahne, verschiedene Cremes und einen ganzen leichten Hauch von Keksen als Topping. Naja, einige Sachen sind drin. Es sind Erdbeeren drin, es ist Sahne drin, es sind verschiedene Cremes, verschiedene Cremes drinnen und es ist ein leichter Hauch von Keksen als Topping drauf. Gut, Leute. Dampfen wir es einmal, hätte ich gesagt. Das dampfe ich drin im Loop RDA auf der Wigot Promech 2 Tube. So, ich tropfe jetzt mal nur kurz nach, sicherheitshalber, damit wir da genug Liquid drin haben. Und dann kann es auch schon losgehen. Hört sich einmal alles sehr süß an, ja? Gut. Ja, ganz einfach, also brauche ich gar nicht weiter anziehen. Für mich ist die Sahne, ich schmecke die Sahne als erster. Ja, dieses, mal ein bisschen wegwählen, weil sonst bin ich wieder unscharf. So, aber jetzt geht's. Gut, also ich schmecke die Sahne als erster, das ist mein allererster Geschmack. Man weiß ja, wie was Sahniges ist, was Cremiges. So sahnig, cremig, das schmecke ich als erster. Dann kommen die Erdbeeren nach, aber ganz, ganz dezent, nicht stark, aber es ist für mich schon sehr süß. Das ist jetzt für mich kein Sommerliquid, kein definitives Sommerliquid, weil es mir fast zu süß ist mit der Sahne, mit dem Creme und das Kekstopping, das habe ich jetzt nicht so sehr geschmeckt. Ja, ganz, ganz. Ja, ganz, ganz dezent schmecke ich was Keksiges heraus, aber wirklich sehr, sehr, sehr dezent. Also das ist für mich eigentlich gar nicht erwähnenswert, so wirklich. Aber vielleicht gibt diese Keksnote auch den ganzen, diese Abrundung, also das alles gut harmoniert miteinander. Ich kann sagen, es wäre vielleicht ein Liquid für mich für Frühling, Herbst, Winter ist das ein Liquid für mich. Für den Sommer ist man definitiv zu süß. Also alle vier Liquids für ihn finde ich eigentlich ganz gute Liquids, ja, sind ganz okay. Ich habe für mich jetzt entschlossen, sind für mich zwei Liquids dabei, die was für mich für den Sommer dampfbar sind und gut zum Dampfen sind, weil sie mir nicht zu süß sind. Und zwei Liquids, was einfach für mich für den Herbst, für den Winter, für den Frühling sind. Ganz einfach, die zwei Sommerliquids für mir sind definitiv das Honey Bunny und das Cold Hand. Obwohl ich mal das Honey Bunny noch an Colada reingeben werde. Und meine zwei Liquids, was ich für den Winter eher dampfbar sind für mich, weil ich ja diese süßen Sachen oder diese keksigen Sachen nicht so sehr, diese cremigen Sachen nicht so sehr im Sommer mag. Das ist das Apple Bomb und das
Fancy Unicorn, die zwei sind für mich für den Sommer, für den Winter eher oder für den Herbst, für den Frühling. Ich meine, jetzt wiederhole ich mich, glaube ich, ein paar Mal schon. Gut, Leute, aber Songs finde ich alle vier relativ gut, ganz gute Liquids, sind gut sind ihnen gut gelungen, sage ich mal. Songs auf jeden Fall einen Test wert, die mal zum Ausprobieren. Sie haben da so ein cooles, jetzt riecht mir die Nase bis zu narisch, sie haben da so ein cooles Testerpaket. Das Paket kostet nur 19,99 € und da sind alle vier Liquid-Sorten von Ihnen drinnen, in kleinen Flaschen abgepackt. Ich glaube 40 Milliliter Liquid ist drinnen, überdosiert, also überaromatisiertes, und dann werden noch, glaube ich, 10 Milliliter Base dazu geleert. Das sind dann die Flaschen, was ich da habe auch, die was für mich auch als Giveaway gibt zum Gewinnen, und da könnt ihr alle vier mal probieren von Ihnen. Ich finde also, am Versuch und am Test sind sie auf jeden Fall mal wert, weil sie doch wirklich sehr gut sind. So Leute, jetzt gibt es von mir zu gewinnen, so, jetzt richte ich mal noch kurz her, dass ihr schön seht, die vier Liquids für Ihnen, habe ich ein zweites Mal bekommen, die gibt es als Giveaway an jemand von euch. Wie könnt ihr die vier Liquids gewinnen? Ganz einfach. Einmal Abonnent auf meinen Kanal, schaltet mal die Abos bitte nicht privat, dass ich das nachher bei der Verlosung dann überprüfen kann, ob wirklich Abonnent auf meinen Kanal seid. Dann einmal einen Kommentar hinterlassen, schreibt mal rein, was ihr wollt, wie ihr wollt, SwissCE, es ist mir ganz egal. Und dann einmal der Hashtag Fancy, also FANCY, ja, so wie es für Ihnen der Name, wie Fancy Juices, wie sie heißen, nur das erste Wort Fancy, einmal der Hashtag Fancy. Dann lasse ich das Ganze etwas länger laufen. Wie ihr wisst, ich fahre am Donnerstag ab in den Urlaub. Drum, ich werde die Woche jetzt, also die Woche auch für die Verlosung von meinem letzten Giveaway-Video zum Captain Kit werde ich auch nicht mehr kommen, weil ich am Mittwoch auch nicht zu Hause bin, weg bin den ganzen Tag. Und am Donnerstag ist noch Herricht und dann fahren wir schon weg. Drum komme ich da nicht dazu. Die zwei Sachen werden erst nach dem Urlaub verlost. Aber trotzdem, Leute, ganz einfach, abonniert auf meinen Kanal, ein Kommentar, einmal der Hashtag Fancy und ihr nehmt an der Verlosung teil und einer von euch kann dann die vier Liquids von Ihnen gewinnen. Ich weiß jetzt nicht, ob das letzte Video die Woche vor dem Urlaub ist oder ob ich noch eines schaffe. Ich werde das heute mal schon bis zum Schneiden fertig zusammenbringen. Sollte ich es heute fertig schaffen, dann nehme ich morgen noch ein Video auf und das werde ich dann am Donnerstag fertig schneiden, noch kurz vorm Fahren oder am Mittwoch in der Nacht, wenn ich heimkomme, dass ich vielleicht noch zwei Videos die Woche raushaue. Wenn nicht, sollte ich die Woche kein zweites Video mehr schaffen, dann geht es für mich ab in den Urlaub. Das heißt, wir hören uns dann jetzt eine Zeit lang länger nicht. Nach dem Urlaub dann, wie gewohnt, wie immer zurück. Ich werde auch im Urlaub ein bisschen Videos machen, dass ihr seht, was ich im Urlaub mache, was ich mitgehabt habe. Und ich habe auch schon überlegt, weil ich einen neuen Verdampfer zugeschickt zum Testen bekommen habe, vielleicht mache ich das Video von dem Verdampfer im Urlaub. Oder ich nehme einfach irgendwas anderes, was ich im Urlaub mache, auf. Vielleicht erkläre ich euch mal kurz was, wenn ich irgendwas wickel neu oder irgendwas sage. Irgendwas fällt mir sicher ein, wie mich, was mich kennen. Die wissen, ich weiß mal immer was zum Reden. Gut, Leute, das Video ist jetzt ja ewig lang geworden für einen Liquid-Test, aber macht ja nichts. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert doch meinen Kanal. Vergesst auch nicht, die Glocke neben meinem Kanal-Abonnier-Button zum Drücken. Dann werdet ihr jedes Mal informiert, wenn es ein neues Video gibt für mich. Und ihr bleibt da immer up to date. Gut, Leute, und wie immer am Schluss, Leute, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Baba, euer Joe. Tschüss, Baba.